Mein Name ist Claudia Krüger, ich bin Pfarrerin hier im Samariterstift und auch zuständig mit fürs Quartier, auch fürs Seniorenwohnamt Losenberg. Mir ist wichtig, dass hier, sind ja viele Kinder auch jetzt Familien eingezogen, die sind ganz neu in den Häusern, dass die auch in Kontakt kommen mit unseren älteren Menschen und dass einfach auch Leute, die vielleicht alleine sind, mit in Kontakt treten, dass sie Ideen mit einbringen, dass sie Aktionen miteinander machen und dass hier einfach das Quartier belebt wird. Nachbarschaft heißt für mich, ich interessiere mich für den anderen. Ich finde es toll, andere Menschen kennenzulernen und mit anderen Menschen etwas zu gestalten. Wie bei unserer Foto-AG. Ruckzuck, da ist hier dieser rote Punkt und der da. Und dann kann man den dann so da drauf machen. Ich finde den Quartiersgedanken super. Man findet Kontakte und das ist in einer Stadt einfach wichtig. Also es ist wichtig, dass unsere Häuser in den Quartieren gut vernetzt sind. Und zwar ist es wichtig auch für die Qualität unserer Arbeit. Also wir wissen, was wir können, dass wir gute Pflege leisten können, aber wir wissen auch, dass diese Vernetzungsaspekte für die Menschen in den Häusern wichtig sind. Aber, und das ist uns eben auch ein relevanter Punkt, auch für die Menschen, die in den Quartieren leben. Eine gute Nachbarschaft zeigt sich, indem einzelne Mitglieder sich beteiligen können, Teilhabe haben an der Gesellschaft, die Möglichkeit überhaupt haben, dass Generationen sich treffen, unterschiedliche Generationen, dass Menschen aus dem Ausland, Migranten, einfach integriert werden über das gemeinsame Tun. Das Tun ist es das, was nachher auch Nachbarschaft lebendig macht. Ich bin Magdalena Heinrichs und ich bin die Quartierskoordinatorin des Wohnviertels am Losenberg in Leonberg. Ich unterstütze die Menschen dabei, gemeinsame Aktionen auf die Beine zu stellen, wie zum Beispiel ein Nachbarschaftsfest. Und so lernen sie sich kennen und schauen dann auch nacheinander, wenn mal irgendwie was ist. Weil sie schauen nur noch jemanden, den sie kennen. Die Mission der Samariterstiftung lautet Stiftungszweck, wir helfen Menschen. Und das wollen wir in Netzwerken tun.